Bei der gestrigen großen Fraktionssitzung war Boden das Thema. Die Chance haben wir gleich genutzt, um ein paar Stimmen zu dem Thema einzufangen. Wie man jetzt durch eine Studie erfahren hat, sind in den letzten 10 Jahren keine Sozialwohnungen in Braunschweig gebaut worden. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Neupreismieten noch in die Decke explodieren. Hier ist unbedingt Handlungsbedarf durch unsere Wohnungsbaugesellschaften in öffentlicher Hand. Mieter und Mieterinnen werden zurzeit schleichend enteignet, indem sie immer mehr Geld von ihrem Einkommen für Miete ausgeben müssen. Ein Haushalt sollte nicht mehr als 30% seines Einkommens für die Miete bezahlen müssen. Das heißt, das erreichen wir nur, indem die Löhne steigen und die Mieten gedeckelt werden. Mietraum muss bezahlbar sein und der Wohnraum darf nicht sozial abhängig sein. Ich habe in 7 Städten gewohnt. In Passau, Regensburg, Berlin, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart und Braunschweig. In allen Städten dieselbe Mietmisere. Deshalb brauchen wir ein Grundrecht auf Wohnen. Das muss ins Grundgesetz. Wohnen ist für mich ein Menschenrecht. Und dieses Menschenrecht muss unbedingt umgesetzt werden. Und da sollte die Linke dahinter sein. Wohnen ist für mich ein Menschenrecht und gehört für mich zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Von daher muss in jeder Kommune Wohnraum zur Verfügung gestellt werden, dass sich jeder leisten kann.